Die frühere grüne Landtagskandidatin im Wahlkreis Hechingen-Münsingen, Kerstin Lampater, hier Archivbilder, hat nach Angaben des Esslinger Amtsgerichts einen Strafbefehl akzeptiert. Dieser umfasst eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen. Hintergrund sind laut Gericht widersprüchliche Angaben gegenüber der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Dort hatte sie im Mai Anzeige gegen einen ehemaligen Landesminister wegen einer angeblichen Vergewaltigung erstattet. Diese Anzeige zog Lampater dann kurz darauf zurück. Das Gericht geht davon aus, dass Lampater entweder eine uneidliche Falschaussage gemacht hat oder dass die Rücknahme als versuchte Strafvereitelung betrachtet werden muss. Das Verfahren gegen den ehemaligen Landesminister war eingestellt worden.